Heute machen Lukas und ich ein richtig krasses Glücksrad-Battle in allen Handyspielen. Wer mehr Siege holt. So, Lukas, hier ist tatsächlich das magische Glücksrad. Du siehst, hier sind wirklich echt richtig viele Spiele drauf. Und wir drehen jetzt direkt das allererste Mal für dich. Und in diesem Spiel musst du einen Sieg holen, und zwar einen Fruit Ninja. Ich würde sagen, da musst du dann 300 als Score erreichen. Und jetzt kommt mein Spiel. In diesem Spiel muss ich jetzt parallel gegen Lukas schneller einen Sieg holen. Und zwar ist es bei mir Hill Climb Racing 2. So, ich würde sagen, es geht los. 3, 2, 1, go! Let's go! Oh mein Gott, Lukas! Ey, ich werde safe gewinnen, Junge. Oh mein Gott! So eine krasse Grapefruit, weißt du? Also, ich bin dir ehrlich, ich habe das Gefühl, dass du gar keine Chance hast. Ich bin halt viel schneller als du. Guck mal mein krasses Auto hier an, Digga. Oha. Stell mal vor, mit so einem Auto fahre ich in der Stadt an dir vorbei. Wie guckst du dann? Guck dann wie ein Auto. Ey, aber Kevin, du weißt schon, dass ich gerade das Melonenspiel spiele als Melone, ne? Du hast da gar keine Chance. Ja, ich will mir nur mal ganz kurz anmerken, dass ich gerade schon das erste Mal ins Ziel reingefahren bin, ne? Und du weißt, wenn du Pech hast, dann habe ich jetzt gleich schon gewonnen. Und du hast doch nicht mal 50 Punkte. Ey, die sollen mal schneller spawnen hier, diese Früchte, Alter. Du brauchst eigentlich jetzt so von diesen Cranberries so direkt 10 Stück auf einmal. Ich glaube, sonst hast du keine Chance. Aber Freunde, ihr seht, ist tatsächlich ein relativ einfaches Prinzip, das ihr auch natürlich sehr gerne... Oh! Boom! Lukas! Okay, ich muss jetzt mal gucken. Ist es überhaupt noch ein Rennen oder habe ich gewonnen? Nee, ich habe gewonnen. Hä, Digga, übertreib! Wir drehen das zweite Mal. Okay, damit geht der erste Punkt an mich. Und jetzt drehen wir einmal kurz mein Spiel. Und mein Spiel ist... Oh, Jetpack Joyride. Da lege ich dann gleich eine Meteranzahl fest. Ja. Und jetzt kommt dein Spiel, Lukas. Drück mal die Daumen. Was wünschst du dir? Sag schnell. Brawl Stars. Hey. Hast du überhaupt Clash Royale? Bruder, ich bin der größte Clash Royale-Noob, aber ja, ich hab das. Okay, auf geht's. Gott. So, Freunde, mein Rekord sind 4700 Meter. Ich würde sagen, um den Punkt zu bekommen, muss ich 2000 Meter erreichen. Lukas, bist du bereit? Wie viel Vokal hast du eigentlich? Wo sieht man das? Ab 59 habe ich. Okay. Junge, ich hab das zweimal gespielt. 2, 1, go! Okay, also Leute, gegnerischen Turm zerstören, habe ich gehört. Ey, aber... bist du direkt gestorben? Ich musste so lachen, Junge. Junge, ich bin immer noch in der Gegnersuche. Ja, okay, Digga, weil ich so dumm war, du kriegst jetzt einfach den Punkt, egal. Junge. Okay, wir drehen nochmal. Okay, Lukas, jetzt kommt nämlich dein Spiel. Junge, jetzt übertreib mal nicht. Okay, komm, jetzt du da. Du hast noch eine Chance, Lukas, in Clash Royale deine Skills zu zeigen. Ja, okay. Okay, jetzt kommt mein Spiel. Oh, Survivor.io. Da muss ich jetzt gleich auch nochmal eine Minutenanzahl festlegen, die ich überleben muss. Ja. Okay, Leute, Lukas ist jetzt in der Runde schon drin und ich werde jetzt probieren, 5 Minuten zu überleben, ja? Schweinereiter, also Musketierin. Aha, nice. Du musst es tatsächlich schaffen, Lukas, innerhalb von 5 Minuten den Sieg zu holen. Weil, also ich bin dir ganz ehrlich, ich bin der krasseste in Survivor.io. Also ich werde es hier mindestens schaffen, 5 Minuten zu überleben. Deswegen, du darfst nicht in die Verlängerung kommen, gebe ich dir als Tipp, ja? Ja, ich werde alles geben, Leute. Aber wie gesagt, ich habe das ganze, also das Spiel habe ich zweimal in meinem Leben gespielt. Also 2 Runden gefühlt. Ich will mal ganz kurz anmerken, dass so dein bester Freund einfach Clash Royale Pro so gefühlt ist. Ja, dazu sagen wir zwar nichts. Bogenschützen! Ah, stark. Oha, die killen den. Ja. Und stark, jetzt Lukas. Vorrücken, Vorrücken. Ja, stark, stark, stark. Schweinereiter. Ey, Leute, ich weiß halt nicht, was ich hier mache, aber Luisa ist, glaube ich, auch nicht so gut hier. Ja. Hauptsache, du schlägst Luisa, das ist das Wichtigste. Ja. LOL, hast du schon so einen Turm? Okay, stark. Als Tipp würde ich dir sagen, dass du dann probierst, auf den großen Turm zu gehen, ne? Oh. Ah, okay. Dann würdest du auf den zweiten Turm gehen. Ja, aber gut zu wissen, dann kannst du halt schneller die Runde gewinnen quasi, weißt du? Ja, macht Sinn. So. Leute, ich weiß nicht, was die alle machen. Aber ich Wann hast du denn das letzte Mal Clash Royale gespielt? Boah, in so einem XXL-Video, wo ich so 100 Handyspiele gespielt habe. Ah, lol. Perfekt. Ich weiß nur, diese Pfeile machen, glaube ich, Flächenschaden, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, die kannst du so auf kleine Truppen werfen, so auf Kobolde oder so, weißt du? Die sterben dann davon. Aber so größere Truppen sterben nicht. Okay. Digga, ich habe irgendwelche Segen, die um mich rumfliegen gerade.
Digga, ich weiß gerade ehrlich nicht, was ich mache, Leute. Aber ich gewinnst du, ist die Frage? Oder habe ich eine Chance? Also wir sind jetzt bei 2 Minuten gleich, Lukas, ne? Ich lieg vorne, ich habe jetzt einen Prinzen gespawnt. Lack stark. Ein. Oh shit, Zombies im Anmarsch. Jo, meine Map ist voll groß geworden auf einmal. Diese Luisa hat so einen Riesen oder so, glaube ich. Digga. Jetzt so ein Trimax. Oh mein Gott. Digga, bei mir sind alle Zombies, die wollen mich alle essen, ja? Junge, ey, ich bin hier richtig am Schwitzen gerade, Mann. Aber die Frage ist, gewinnst du denn? Ja, ja, ja. Gewinne sogar, glaube ich. Ja, ja, ja. Oh, ja, ich sehe es gerade. LOL! Oh ja! Hast du's? Boom! Oh, stark. Okay, sogar in der Hälfte der Zeit theoretisch hast du's geschafft, ja? Glückwunsch, mein Lieber. Ja, bist du echt, ey. Okay, so, wir drehen jetzt wieder zuerst mein Spiel. Und schauen wir mal, aktuell führt Lukas 2:1. Oh, hole I.O. Oh, ey, da werde ich alles aufessen. Ich werde da alle Melonen aufessen, Lukas. Ey. So, jetzt kommt dein Spiel. Fortnite. Bruder. Soll ich jetzt eine Fortnite-Runde gewinnen, oder was? Yo. Komm, du kannst mal die Fortnite-Runde schon mal reingehen. Und ich lasse den kleinen Vorsprung. Okay. Wir können ja mal sagen, damit es fair ist, muss so 75. Platz mindestens werden, okay? Damit es so einigermaßen realistisch ist, okay? 75. okay. Ja, ja. So, Lukas heißt noch 3, 2, 1 Sekunde. Und ich würde sagen, ich fange jetzt an. Und wie gesagt, 75. Platz musst du werden, Lukas. Dann geht der Sieg an dich, ja? Ja. Ich bin direkt rausgesprungen, als es möglich war, weil ich will jetzt ganz viele Leute am Anfang direkt killen. Damit ich quasi schnell Top 75 bin, ne? Ja, stark. Ich probiere jetzt hier die ganzen Laternen erstmal zu essen, damit ich möglichst groß werde. Wie findest du meinen Gleiter? Bruder, ich kann nicht gucken. Du willst mich nur ablenken, ja? Nein, guck mal, der ist übelst heftig. Ich habe den krassesten... LOL, was ist das denn? Ja, ja, der ist krass. Ja, der sieht echt krass aus. Oh, ich habe hier, glaube ich, direkt eine krasse Waffe. Bruder, ich habe einfach direkt so eine Bazooka oder so. Oh, shit. Oh shit, ich esse jetzt hier gerade den Park auf. Oh shit. Oder ich brauche noch so eine Nahkampfwaffe. Oh shit, ich bin Erster. Nein, oder? Der wird gegessen hier. Ah, da ist noch eine Kiste. Ich gehe jetzt direkt auf Kills gleich. Wie viele Leute leben noch bei dir? 99. Was? Ja, okay, bei mir klar. Ist es gleich Halbzeit, Lukas. Und ich will nur sagen, ich bin der Allergrößte mit Abstand. Ey, nicht wirklich. Hä? Als ob so wenig bei dir sterben. Am Anfang sterben noch immer so sau viele. Nee, scheinbar nicht, ne? Ich glaube, du bist in so einer Schwitzer-Lobby. Ja, das kann eh sein. Digga, ich esse hier alle auf. Ja, bist gleich komplett full life. Zack. Ich weiß nicht, was diese Waffe macht. Aber oh, ich fliege jetzt nochmal hoch und fliege dann zum nächsten Gegner direkt. Ich bin auch überhaupt nicht auffällig hier mit meinem Gleiter. Bruder, ich esse die ganze Stadt auf! Junge, ey. Ich fahre jetzt mal Auto ein bisschen. Digga, ich habe so ein riesiges Hochhaus gerade gegessen. Ist einfach weggeflutscht. Junge, ich muss jetzt ganz schnell 20 Kills machen. Digga, mein Loch ist so groß. Oh mein Gott. Digga, da passen alle Gebäude rein. Junge, das ist eine interessante Aussage, Kevin. Ja, danke. Ich habe ein riesiges Loch, Bruder. Oh, shit. Alter, es hat alles in mich reingepasst, Lukas. Junge, ich finde... Ey, bist du fertig? Ja? Bro, ich habe noch nicht mal einen Gegner überhaupt gefunden. Was hast du überhaupt für eine Spitzhacke oder was ist das da in deiner Hand? Ey, das ist eine legendäre Waffe, schau mal. Ah, krass. Ah! Digga! Bist du mit der Absicht gestorben oder aus Versehen? Nein, Bro, ich habe nicht gesehen, dass da ein Abgrund ist. Ja, Digga, ist lächerlich, Mann. Ah, Junge. Ey, das ist lächerlich. Okay, Lukas, jetzt drehen wir zuerst wieder dein Spiel. Ich hoffe mal, du hast ein bisschen mehr Glück und bekommst nicht wieder Fortnite oder so. Ja. So, oh, Doodle Jump bekommst du. Oh, das ist müssen wir gleich mal gucken, welche Höhe du erreichen musst. Mhm. Okay, und während Lukas Doodle Jump spielt, spiele ich Headball 2. Okay. Okay. Okay, Lukas, du siehst hier, mein erstes Match geht los. Ja. Und ich spiele gegen so eine Frau. Also du darfst gerne anfangen. Also wir haben uns jetzt geeinigt, du musst 15.000 Punkte erreichen, ne? Genau. Ich tue hier die ganze Zeit diese Trampoline mitnehmen. Ah, das ist stark. Ja, Mann. Oh, gib mal zwischendurch Bescheid, wie weit du bist. Ja, ich habe jetzt gleich 5.000 jetzt. Okay, also meine Runde geht 20 Sekunden noch. Oh mein Gott. Also das wird, glaube ich, ein knappes Ding, bin ich dir ehrlich. Ah, ne? Nein, da war ein Monster. Ich bin tot. Hä, echt jetzt? Ja, da war ein Monster. Oh, lol. Aber ich habe auch gewonnen. Warte mal, gib mir noch mal kurz 8 Sekunden. Ich will die noch mal eben ganz kurz hier zerstören.
So. Ja, sehr stark, Kevin. Ja, ich bin Profifußballer. Okay, das heißt, der Punkt geht an mich. Warte mal, wer führt denn jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, ich 3-2, ne? Ja, ich glaube auch. Okay, Lukas, ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit, dass du ausgleichen kannst. Wir drehen jetzt ein weiteres Mal. Bist du bereit? Ich bin bereit, Kevin. Okay, das ist jetzt erst wieder mein Spiel. Und... Stumblegeist. Digga, das wird sehr schwer. Okay, es wäre jetzt echt witzig, wenn du jetzt Brawl Stars bekommst. Okay, du kriegst Temple Run und musst 25.000 Punkte erreichen. Temple Run 2 oder Temple Run 1? Wie du magst. Kannst du aussuchen. Okay, Lukas, ich muss starten mit Pain Splash und du darfst 3, 2, 1 jetzt auch starten. Ja, Mann, es geht los. Bruder, die Rolle. Ah, Digga, ich bin so dumm. Ich darf, wenn ich jetzt in der ersten Runde rausfliege, Bruder. Ja, Stumblegeist ist schon schwierig, ne? Bin ich ehrlich. Oh, ich muss jetzt hier meine kompletten Skills auspacken, Digga. Boah, ey, die Map ist schon sehr nice bei Temple Run 2. Muss man schon sagen. Okay, ja, ich konnte mich jetzt wieder nach vorne kämpfen. Ja, Mann. Oh, nice. Oha, ich hab so ein Gem. Okay, ich brauche nicht mehr viel. Ich habe schon 16.000 Score. Digga, als Dritter, Digga. Geil. Sehr heftig. Okay, wie viele Punkte hast du? Jetzt habe ich 20.000. Hä? Digga, bei mir sind wir nicht mal alle qualifiziert, hä? Junge. Yo, hä? Ja, 37.000, Kevin. Oh mein Gott. Ja, mach mal 50.000. Glaubst du, schaffst du auch noch? Ja, schaff ich. Bruder, bei mir ist jetzt erst die erste Runde vorbei. mein Gott. Wie viel hast du jetzt? Ja, jetzt habe ich 46.000. Hä? Es geht ja sau schnell eigentlich sogar bei dir. Ja. Vielleicht hätten wir so ein bisschen... 1 von 5 habe ich schon gesammelt. Ja, okay. 61.000, Kevin. Ja, gut. Lukas, ich glaube, da kann ich nicht mehr rankommen. Das heißt, du hast ausgeglichen und wir müssen jetzt, würde ich sagen, das finale Battle machen, okay? Okay, das finale Battle. Möchtest du zuerst das Spiel oder soll ich das erste Spiel bekommen? Ja, mach zuerst für mich. Okay, Lukas, dein Spiel ist... Nein! Okay, Hole I.O. Oder ich muss bitte irgendwas Einfaches bekommen. Okay, bitte irgendwas Einfaches. Oh nein, Junge. Das ist ultra easy. Okay. Ja, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, Freunde. Wenn ich jetzt einfach zum Beispiel mich oder Lukas suchen würde, dann wäre ich wahrscheinlich in so 5 Sekunden oder so durch. Ja. Deswegen habe ich jetzt gerade entschieden, was hältst du davon, wenn ich meinen kleinen Bruder suche? Oh, okay, das ist sehr krass. Ja, doch. Bist du bereit, Lukas? Ich bin bereit. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Okay, ist meine Figur weiblich? Nein. In Deutschland? Ja. Durch YouTube bekannt? Ja. Spielt deine Figur Minecraft? Wahrscheinlich. Boah, ist jetzt schwer, Digga, weil Maximal macht ja auch viel mit Lenny, ne? Ja. Hat deine Figur ein Hausschwein? Nein. Trägt deine Figur ein Bart? Nein. Spielt nicht GTA. 4 Buchstaben, nein. Videos über Videospiele, ja. Keine Locken. Zeigt sich deine Figur, ja. Sie spielt Brawl Stars. Sie hat keine Glatze. 3 Buchstaben. Bruder, 3 Buchstaben, Lukas. Als ob. Ist deine Figur älter als 15? Nein. Oh mein Gott. Zockt deine Figur Fortnite? Ich mach mal einfach wahrscheinlich. Spielt deine Figur gerne Fortnite? Ich weiß nicht. Hat deine Figur eine feste Freundin? Ich hab einen Kill gemacht. Boah, das ist die Frage. Hat mein kleiner Bruder eine feste Freundin? Das ist immer so wechselnd, Digga. Ja, ich weiß nicht. Hat deine Figur einen jüngeren Bruder? Ah, Bruder, er ist in der falschen Ecke. Ja. Nein. Spielt deine Figur Fortnite? Ja. Hat deine Figur einen Garten? Nein. Junge, Einen berühmten Bruder? Ja. Hab ich gerade Halbzeit? Ich weiß nicht. Nein, durch Boxen? Ich weiß nicht. Digga, aber wie kommt Werbung? Nein. Nein, ich bin in der ganz falschen Ecke, Bruder. Ja, let's go. Ich glaube, ich habe eine Chance. Ja. Ja! Digga, ich bin gerade bei so einer Werbung. Okay, Freunde, ich habe meinen kleinen Bruder gefunden. Das heißt, das Endergebnis ist 4-3. Aber ey, das war ein spannendes Battle. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie ich das Battle noch machen soll. Und tschüss. Ciao.